Bitte fair, bitte fair, bitte fair, reck nicht. Bitte fair, bitte fair, bitte fair, reck nicht. Bitte fair, bitte fair, bitte fair, reck nicht. Bitte fair, reck nicht. Bitte fair, bitte fair, bitte fair, reck nicht. Bitte fair, bitte fair, bitte fair, reck nicht. Bitte fair, bitte fair, bitte fair, reck nicht. Bitte fair, reck nicht. Bitte fair, bitte fair, bitte fair, reck nicht. Bitte fair, bitte fair, bitte fair, reck nicht. Bitte fair, bitte fair, fair, reck bitte nicht. Bitte, bitte verreck nicht. Komm, saufen, 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 essen, 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 essen. Oh, hier, Karotten, scheißegal, hau rein die Scheiße. Nein! Ja, Leute, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Die. ja, ich würde mal sagen, wir spawnen einfach mal, ja? Das habt ihr jetzt nicht gesehen, das ist so special, das waren so spezielle Szenen extra gewesen, wisst ihr? Es muss so sein, warum leckt die Musik? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen, hör auf zu lecken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ark Survival Evolved. Wo wir ein weiteres Mal wieder sterben. Ich dachte gerade, da läuft ein Raptor. Na super. Na, das hat ja toll funktioniert. Okay, pass mal auf. Wir werden mal die... Jetzt mal abhauen, Junge. Ich habe so schon genug Probleme. Ich würde sagen... Wo ging das denn hier hoch? Dort hinten, glaube ich, irgendwo. Wir nehmen die Abkürzung, liebe Freunde. Mann, das ist so ein... Also das Let's Play, das steht unter einem wunderschönen und sehr guten Stern. Muss man wirklich sagen. Das Let's Play, das ist wirklich... Ist überhaupt nicht verflucht oder so. Gar nicht. So, ich klaue mal nebenbei so ein bisschen Knabberkram. Okay, ja, wir waren in der letzten Folge eigentlich auf dem Weg gewesen zu der Location, wo wir bauen wollten, ne? Haben es dann jetzt wohl irgendwie nicht geschafft, ich weiß gar nicht warum. Wie ist das eigentlich zu dieser Situation gekommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist ja gerade wieder eine neue Aufnahmesession. Woran hat's gelegen, liebe Freunde? Woran hat's gelegen? War ich mal wieder einfach zu dämlich? Das wird's wahrscheinlich gewesen sein, ne? Naja, okay, wir werden jetzt auf jeden Fall Petersilie abholen. Unsere Sachen wiederholen, falls sie noch dort liegen sollten. Und uns dann wieder zu unserer tollen Location begeben. Es ist doch recht. Ich hoffe, die Sachen despawnen nicht. Scheiße, jetzt müssen wir einmal halb über die ganze Insel laufen. Na, das wird ein Spaß. Guck mal, der Vulkan bricht aus. Juhu. Und der Mond stürzt auf die Erde. Seht ihr es? Der Mond stürzt auf die Erde, liebe Freunde. Weltuntergang. Oh, toll, dann ist Let's Play vorbei. Dann kann ich wieder Fallout spielen. Ja. Ey, guck mal, der bricht gerade wirklich aus. Vielleicht läuft da gleich hier die Lava runter, das wäre cool. Ach, weil der Typ jetzt friert. Oh ja, der friert, der Arme. Scheiße, ich will nicht nochmal verrecken. Och, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Alter. Wenn ich gleich nochmal sterbe, ey, dann raste ich echt durch. Dann drehe ich aus und raste durch. Da hinten sind Bäume. Das ist jetzt echt nicht dein Ernst, oder? Sonne! Sonne, kannst du mal bitte... Es wäre sehr freundlich, wenn du jetzt aufgehen würdest. Der Zeitpunkt wäre optimal. Wird uns vielleicht wärmer, wenn wir rennen? Ich weiß es nicht. Holz! War Holz! Jetzt haben wir ja wieder nur Stroh. Ey, so ein Frobo, ganz ehrlich. Ich muss da schon selber irgendwie so ein bisschen lachen. Mann, das kann doch nicht angehen, Alter. Hier passiert nur Scheiße. Komm, Sonne, bitte. Bitte. Erwärme mich, ein paar Sonnenstrahlen. Vielleicht schaffen wir es mit ein bisschen Glück. Komm schon, bitte. Ich will dich verlieren. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Kein Problem, lass dir Zeit. Lass dir Zeit, liebe Erdumdrehung. Lass dir ruhig Zeit, wenn du noch irgendwas zu tun... Oh, nee, da kommt sie. Da kommt sie. Ich sehe es doch, oder? Dort hinten geht sie auf. Bitte, komm, komm. Bitte, erwärme mich mit deinen liebevollen Strahlen. Es kann doch nicht sein, dass du losläufst und direkt erfrierst. Das kann doch nicht sein. Soll ich gleich dort hinten wieder zurückgehen? Hat, glaube ich, Vorteile, ne?
Oder? Oder? Komm schon, komm schon, komm schon. So ein kleines Fitzelchen ist da unten noch. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind Geschichte, liebe Freunde. Gar kein Fitzel mehr. Es war meine Ehre, liebe Freunde. Das Let's Play ist super, Alter. So eine exklusiven Inhalte seht ihr nur bei mir, ne? Das ist nur, damit ich das mal gesagt habe. Sag mal, können wir auch irgendwie... Wir müssen ja hier irgendwo gewesen sein. Also da so. Nee, warte mal. Das ist diese Bucht hier, ne? Ist das richtig? Das ist diese komische Bucht. Und wir müssen, glaube ich... Hier ist der Fluss. Wir sind gar nicht mal so... Ja, wir müssen hier irgendwie langlatschen, ne? Gibt es da irgendwie einen Weg, schneller hinzukommen? Highlands North? Vielleicht der von Highlands E. Das könnte vielleicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal dort. Heute ist mal so eine Let's Die-Folge, Leute. Heute verrecken wir einfach mal. Aber das kennt man ja schon von mir, ne? Bei mir gibt's nur Sachen mit Qualität. Ja, du lebst wieder. Man mag es kaum glauben. So. Dann hau ich mir dieses Mal direkt ein bisschen Holz, auch wenn wir wieder nur Stroh sammeln. Was sehr gut ist. Hey, ein Holz. Wow, ich bin begeistert. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe Angst, dass unsere Sachen despawnen. Weil wir so viel gar nicht mal dabei hatten. So, dürfte ich mir eventuell... Natürlich nicht. Komm, ich will doch nur ein Fäckelchen. Ist doch eh jetzt Tag. Scheißegal. Weißt du was? Komm, wir gehen los. Wir runningen los. Nee, am besten gehe ich da hoch oder hier? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir gehen mal dort hoch. Alter, weißt du, guck mal, wie direkt unser Leben sinkt, ey. Wir spawnen, unser Leben sinkt direkt. Das ist doch echt unglaublich, Mann. Dieses Spiel ist gnadenlos. Es ist einfach gnadenlos. Was ist das denn hier? Dino-Kacke wieder oder so. Wieder diese blöden Fossilien. Weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Scheiß Fossilien, Alter. Mann, das Spiel regt auf. Will wieder The Fall spielen, Mann, aber ihr lasst mich ja nicht. Ihr schreibt mir ja viel zu viel in die Kommentare. Oh, Tobias, oh, das Let's Play, das macht so viel Spaß. Ja, euch macht es viel Spaß. Hat jemand mal nach mir gefragt? Nö, natürlich nicht. Ach, erschöpft ist er wieder. Oh, der Arme. Ja, gibt's da auch nur einen Scheiß drauf, ne? Auf das, was ich hier laber. Guck mal, was ist das denn? Ist das Petersilie? Kommt uns eigentlich jetzt daher geflogen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Das wäre cool. Also, da ist er ja, denke ich mal, bestimmt. Der wird ja sicherlich nicht verreckt sein. Ist auch interessant, ne? Der braucht nur was zu essen. Der braucht nicht trinken oder so. Die Tiere, die brauchen nur ein bisschen was essen. Das reicht denen schon. Jetzt hüpft er rüber. Oh, die können das überleben. Aber wir nicht. Wir, der Mensch. Eines der anpassungsfähigsten Lebewesen, die es je auf diesem Planeten gegeben hat, verrecken, weil sie nur in Unterhose in der Nacht durch die Gegend laufen. Sehr glaubwürdig. Sehr, sehr glaubwürdig. Ach komm, ich sammle hier aus Frust mal ein paar Steine. Warum denn nicht? Komm. Ich laufe hier und sammle Steine. Kleine, große, feine. Ich hoffe, unsere Sachen sind noch da. Ansonsten können wir nochmal von vorne anfangen? Na, Kollegen, kann mich einer von euch vielleicht dort hinten hinbringen? Oh, die haben eine coole Farbe mit diesen Grünen. Sieht geil aus. Gut, dass ich mich hier auf der Map schon ein bisschen auskenne. Dort hinten wollen wir hin. Dort hinten, wo dieser Felsen zwischen den Bäumen ist. Da wollen wir hin. So. Oh, ich dachte gerade, da steht irgendwie so ein riesiger Allosaurus oder so ein Scheiß. Junge, lass mich doch. Will er uns wieder was tun? Will er uns wieder durch die Gegend kicken? Ist wieder Weltmeisterschaft bei den Dinos oder was ist los? Oh, das ist aber ein schöner Baum. Oh, hier könnte man auch bauen, ne? Hier ist doch schön. Aber hier ist nichts. Das ist wieder das Problem. Das ist ein schöner Baum. Muss ich wirklich sagen, den will ich eigentlich gar nicht mal abholzen. Doch, eigentlich schon, weil ich bin Mensch. Ist das Petersilie, der da fliegt? Ich weiß es gar nicht. Es muss hier doch irgendwo gewesen sein. Scheiße, ich sehe auch den grünen Strahl nicht mehr. Also den grünen Pissstrahl, ist doch völlig klar. Denn immer wenn du stirbst, pinkelt Gott auf deine Leiche. Daher kommt auch dieser grüne Strahl. Das ist kein Licht, das ist ein grüner Pissstrahl von Gott. Er pisst auf uns. Sagt auch niemand, ne? Man sagt immer nur, oh, ich scheiß drauf. Aber wie wär's denn mal mit, oh, ich piss drauf. Wäre mal was Neues. So, irgendwo hier müssten wir jetzt verreckt sein.
Ja, wir sitzen da. Ja, wir sitzen da. Es ist der Peter. Es ist der Petersilie. Aha. Und hast du unsere Sachen gerettet? Natürlich nicht. Der sitzt einfach nur blöd rum, chillt sein Leben. Ah, hier ist jemand verreckt. Komisch. Inventar öffnen. Aber es wurde uns hier kein Strahl mehr angezeigt. Naja. So, Sachen haben wir. Oh, bin ich ja einigermaßen erleichtert noch. So, pass mal auf. Ich zieh mal eben kurz was an. Rumpf. Beine. Füße. Hat mir keine Mütze? Wir hatten doch Handschuhe, ne? Ach, hier. Hände. Und Kopf hatten wir nichts. Naja. Peter. Schnucki. Der hört doch noch auf uns, ne? Boah, das wäre richtig mies. Wird schon wieder Nacht? Ich hoffe nicht. Der hört auch noch auf uns. Also es wäre mies, wenn das nicht mehr tun würde. Ich würde gerne dein Verhalten folgen, aktivieren. So, kommst du mit? Darfst du wieder ein bisschen rumdriften, wenn du magst. Oh, ich schrecke mich hier zu Tode mit diesen... Alter! Hier wäre auch cool zu bauen, aber hier sind wieder keine Bäume. Deswegen wollte ich dort hinten. Das sind Bäume, Fluss, alles. Kann der auch mal ein bisschen, liebe Entwickler, könnt ihr das mal ein bisschen so programmieren, dass sie vielleicht mal ein bisschen höher fliegen und nicht unbedingt immer wie so ein Bomber, so einen Meter über dem Boden? Das wäre sehr schön, ich würde mich sehr darüber freuen. So, dort hinten am Wasserfalle, da wollte ich auch hin, das ist auch so eine kleine süße Brücke, ich mag die Location eigentlich. Essen können wir bald auch wieder was. Sag mal, hörst du mal auf? Ich hoffe, das ist okay, wenn es jetzt die letzten paar Folgen nicht so viel passiert ist und wir nur so ein bisschen rumgelaufen sind. Aber das gehört normalerweise eben halt auch mit dazu in einem Let's Play. Das ist ja kein Let's Cut hier. Ist ja ein Let's Die. Ja, ja. Ja, Mensch, ich muss aber zugeben, heute habe ich wieder richtig Bock. Jetzt hör doch mal auf, mich hier so rumzuschauen. Was macht der da eigentlich? Welches Tier kann so langsam fliegen? So, jetzt bin ich am Überlegen. Ah, fliegt aber über mich rüber. Bauen wir dort hinten am Wasserfall oder bauen wir... Ne, hier wollte ich nicht. Ich habe hier in der Nähe, aber hier war so eine kleine Felsschlucht. Da habe ich schon mal gebaut. Da war eigentlich auch ganz nett, weil es ein bisschen mehr abgeschottet ist, dass uns nicht unbedingt jedes Tier sehen kann. Ich mag das hier aber mit dem Fluss, wenn er nicht so laut wäre. Aber ich kann die Effekte ja auch mal ein bisschen leiser stellen. Junge, hör mal auf, mich zu schlagen, ey. Der schlägt mich die ganze Zeit. Guck mal, hier dachte ich mir. Hier ist auch so eine schöne Aussicht dort hinten hin. Sind hier Bäume? Ja gut, Bäume müssten wir von dort hinten dann kurz hingehen. Oh, da sind Schafe. Oh, gut. Essen ist auch da. Ich hoffe, ich hab's noch... Also ich hoffe, ich hab noch dran gedacht und war nicht so blöd gewesen, die Folge, die letzte Folge nicht mehr hochzuladen. Weil die ziemlich für den Arsch war. Da habe ich nämlich, als wir so am Verrecken waren, habe ich nämlich einfach aufgehört. Schon mit dem Gedanken, ich höre auf mit dem Let's Play, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, aber mir da mal so gedacht, ja komm, setz dich trotzdem nochmal hin. Ich hoffe, ich lade die Folge noch hoch. Weil diese, das ist aber neu, ne, mit diesen Fossilien. Z is new, jetzt hör doch mal auf, Mann! Meine Fresse, Alter, ich stell dich bald in einer Autobahnraststätte ab, wenn du so weitermachst. So, hier würde ich gerne bauen, liebe Freunde. Hier möchte ich bauen. Am besten oben auf dem Wasserfall. So, weißt du was? Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Du setzt dich jetzt mal dahin. Du. Ich dachte gerade, der fliegt weg, Alter. Ich wollte gerade sagen. Jetzt. Ja, genau. Du sollst. Was wird das? Was macht der da? Ich glaube, der sucht sich da gerade irgendwie so ein Platz, wo er nisten kann oder so. Ich habe doch keine Ahnung, Mann. So, hier würde ich auf jeden Fall gerne bauen, liebe Freunde. Landest du heute auch nochmal? Nach 10 Millionen Jahren hat er es auch mal hinbekommen. Kein Wunder, dass die Viecher ausgestorben sind. Meine Fresse. Guck mal, Bäume. Bäume, liebe Freunde, Bäume. Oh, hier können wir uns dumm und dämlich bauen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich wollte ja eigentlich zuerst hier unten auf dieser Fläche. Aber hier oben wäre, glaube ich, auch ganz cool, ne? Ich hätte eigentlich auch mal Lust, die Folgen vielleicht mal ein bisschen länger zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr damit so einverstanden seid. Was wäre denn für euch? Könnt ihr mal reinschreiben. Also jeder, der das Let's Play aktiv guckt, es ist ja auch zu eurem Wohle, ne? Deswegen würde ich mal jeden bitten, einfach mal kurz reinzuschreiben. Muss ja nicht mega ausführlich sein, aber einfach mal kurz reinschreiben, was für euch die optimale Länge wäre. Momentan sind wir bei 20 Minuten. Mögt ihr lieber 30 Minuten oder vielleicht einfach nur 25?
Oder hier so vielleicht bauen? Hier ist auch nicht zu laut mit dem Wasser, ne? Ein bisschen versteckter. In den Bäumen, so zwischen den Bäumen. Wollen wir hier? Also ich würde sagen, hier ist eigentlich doch ganz cool, ne? Sag mal, geht schon wieder... Die Maustasten mit den zugewiesenen Zahlen funktioniert schon wieder nicht. Ich bin begeistert, Alter. Diese Technik heutzutage. Wir leben im Jahr 2018, ja? Und die Menschen kriegen es nicht hin. Wir sind überladen. Die Menschen kriegen es immer noch nicht hin, Dinge zu programmieren. So, pass mal auf. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem Fundament. Bin ich voll für das Fundament. Können wir uns noch eins bauen? Natürlich nicht. Das reicht wieder nur für eins. Wo ist es denn? Ach, da unten. Bei der auf der 3. Auf der 3. Ja, wo baue ich denn am besten mal? Möchte es natürlich nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Oder doch hier? Das ist schon wieder diese Stützen, Alter. Mann, wer programmiert das denn? Die Stützen, die müssen weiter runtergehen. Die müssen variabel sein. Nicht in der Luft stehen. Oh, das ist schon wieder echt. Abreißen. Ja, bitte. Danke. So, gut, dann müssen wir uns so... Ich wollte so schön an so einer Klippe, so ein bisschen, so an so einem Hang. Aber das geht ja wieder nicht, weil es wieder absolut beschissen aussieht. Oh, Nerv. Ich möchte einen schönen Platz haben, liebe Freunde. Ich möchte einen schönen Platz haben, aber wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Wie schnell die Zeit immer rumgeht, ey. Mann, Mann, Mann. Weißt du was? Heute machen wir mal 25 Minuten. Ich mache jetzt mal 25 Minuten, dann gucke ich mal, wie euch das Ganze so gefällt. Ist das denn da? Hat er immer drin gekackt? Soll jetzt echt ein Witz sein, ne? Also, und das ist jetzt wirklich... Das ist auch cool, ne? Aber das ist natürlich wieder... Ja gut, doch, du hast Wasser in der Nähe. Ich möchte alles ziemlich in der Nähe haben. Ich möchte aber auch nicht... Ein bisschen versteckt möchte ich auch gerne bauen. Schon, wenn ich jetzt die ganze Zeit so lange am Gucken bin, aber... ist eben halt unsere Behausung, die jetzt hier ein bisschen länger stehen soll, natürlich, ne? Das so schlau ist, wenn man jetzt hier in diesen Durchgang... Ich weiß nicht, mir wurde auch gesagt, hier soll ja der... Dominus Rex, wollte ich fast schon sagen. Ja, mal wieder ein bisschen zu viel Jurassic World geguckt. Wenn du hier soll ja auch irgendwo der Gigaspawn, der Giganotosaurus. Und hier ist also dieser einzige kleine Durchgang, wo sie wahrscheinlich auch durchgehen werden. Ist es dann so schlau, wenn du das hier machst? Ich weiß es nicht. Wir müssen wieder was essen, sehe ich gerade. Nein. Oh, ich wechsle immer die Tasten. Eigentlich wäre es jetzt mal schlau, erstmal ein Lagerfeuer herzustellen, ne? Natürlich, alles können wir wieder herstellen, nur kein Lagerfeuer. Okay, Steine, pass mal auf, wir machen erstmal ein Lagerfeuer, erstmal ein paar grundlegende Dinge. Es tut mir leid, liebe Freunde, dass sich das Ganze immer so zieht. Mensch, so, dafür heute 25 Minuten. Oder vielleicht auch eine halbe Stunde? Jetzt bin ich gerade überlegen, eine halbe Stunde wäre natürlich auch machbar. Ich sitze schon wieder so tief hier in der Facecam, ne? Ich muss mal, glaube ich, warte mal, wenn ich die jetzt hier... Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, sonst sitze ich immer so. Nee. Ach, Steine wollte ich sammeln. Jetzt trinke ich hier. Ich wollte Steine sammeln, ich Idiot. Benutze deine. Ach ja, wir müssen ja unsere Hände benutzen. So, sammeln wir mal ein paar Steine. Es ist auch wieder mega praktisch. Du kannst hier unendlich viele Steine sammeln. Und da, unendlich. So. Guck mal, hier ist auch eine schöne Feuerstelle. Mach mal Feuerchen. Oh, Level up, Level up. Ich mach mal ein bisschen was auf Gewicht. Ja, machen wir später. Ach nee, warte mal. Ich kann mal eben kurz was machen. Mir wurde nämlich gesagt, von Sliver Hero. Übrigens, viele liebe Grüße an dich und vielen lieben Dank. Mir wurde gesagt, ich wollte ja letztens den Bogen herstellen. Das geht natürlich noch nicht. Wir brauchen dafür erst die Schleuder. So, danke für den Tipp übrigens. Ja, den Bogen haben wir. Und dann machen wir einmal ganz kurz den hier. Die Nummer 6 ist da. Und dann stellen wir das hier dahin.
mit eröffnen. Aber wir haben natürlich kein Fleisch dabei, ne? Sag mal, was brauche ich eigentlich für einen Speer? Haben wir anscheinend alles dafür. Weißt du was, wo wir gerade da auch dabei sind? Warum denn nicht? Komm. Bogen? Bogen. Da, Bogen. Packe ich mal auf die 3, ja? So, da werden die Pfeile auch schon produziert. Alter, wie in der Fabrik geht das hier gerade zustatten? Nein, die 3 wollte ich nicht, die Fackel. Pass mal auf. Den weihen wir doch direkt mal ein. Ich finde das hier mit der Brücke übrigens extrem cool. Ist nur ein bisschen laut hier am Wasserfall, ne? Ich möchte auch nicht zu nah. Schafe! Liebe Schafe! Natürlich! Da hauen sie alle ab. Sobald ich hier bin, ist doch klar. So, pass mal auf, Kollege Schnürschuh. Wie es gerade hochgesprungen ist, Alter. Wer ist denn jetzt? Ach so, verhungert. Ja, kann sein. Jetzt verreck doch mal endlich. Hier, voll ins Arschloch. Alter, das arme Schaf, ey. Das muss ja so eine immensen rektalen Blutungen gerade haben. Das ist ja echt unfassbar. So. Nee, mehr Fleisch möchte ich natürlich haben. Kein Leder. Ja, ist ja gut. Du kriegst ja gleich deinen Happy. Wenn ich diese Schläge immer höre, komme ich mir immer so vor, als ob ich gerade in einem Bud Spencer-Film bin. Lass dir Zeit. Und mal schön, wie er immer so zwei Stöhner gleichzeitig macht. Immer Höhe und Ja, noch mehr rohes Fleisch geht auch nicht, ne? Ich glaube, wir sind jetzt erstmal für die nächsten paar Wochen ausgesorgt. Es sei denn, es kommt wieder so ein komischer Vogel um die Ecke. Wie sind Dinge nochmal? Pelagornis oder so? Ich habe keine Ahnung. So, Freundchen, es gibt Futter. Oder wisst ihr was, wir machen heute mal wirklich, ich mache mal halbe Stunden Folgen in dieser Aufnahme, ja? Und guck dann einfach mal, wie das bei euch so ankommt. Müsst ihr mir dann in den Kommentaren verraten, ja? Das wäre sehr freundlich. Du bist erschöpft. Ja. Mensch. Ich glaube, wir werden das Haus dann wirklich hier hinten da irgendwo auf dem, ja, hier zwischen den beiden Felsen da irgendwo bauen. Vielleicht so ein bisschen daneben, aber, ach guck mal, hier ist auch schon das Lagerfeuer, so. Kurz mal rinschauen, Inventar. Ach, wir haben wieder diese Einzelscheiße. Das kannst du ja natürlich nicht auf den Haufen legen. Das geht ja natürlich nicht. Na super. Kann ich eigentlich, wo wir gerade so, wir haben ja gerade ein bisschen Zeit, natürlich kann ich das nicht. Uns fehlt Holz. Aber wir haben Truhen, ne? Die können wir uns ja eigentlich mal hier so, zack. So, einmal Inventar öffnen. Da können wir ja hier mal das Fleisch alles so ein bisschen reinpacken. Kann ich eigentlich, warte mal, wie war das nochmal mit O? Nee, warte mal, wie kann ich denn nochmal etwas übertragen mit T? Steht für Tobi Toast. Dass da nur so wenig reinpasst, das ist ja ein bisschen, weiß ich nicht. So, nee, pass mal auf, hier packe ich mal das da rein, das da und das da und ja und ja, ja. Wie er es ja gerade schon gesagt hat, ja. Da wir haben so immens viel Fleisch jetzt einfach. Das ist nicht mehr normal. Oh, yeah, Hammelfleisch. Hammelfleisch. So, futter mal. Ja, lecker. Hammelfleisch. So, hier ein bisschen Kohle. Kohle. So, können wir direkt wieder den nächsten reinpacken. So, gegessen haben wir auf jeden Fall. Das ist gut, möchte ich meinen. Hoffe ich zumindest. Wie sieht es eigentlich aufnahmetechnisch aus? Sieht nicht laggy aus. Hoffe ich zumindest einfach mal. So. Wir gehen jetzt mal schon mal ein paar Bäume fällen. Ja, ein bisschen Platz haben wir ja noch im Inventar. Guck mal, alles voll mit Bäumen. Ich hoffe, die spawnen nicht so schnell. Ja, sonst haben wir noch diesen riesigen Wald nebenan. Sollte ja, glaube ich, ja kein Problem sein. Oh, so viel Holz. Ja.
So. War nicht nur Holz, sondern auch Stroh braucht man natürlich. Ich weiß gar nicht, ob man auch ein paar Fasern braucht. Da habe ich keine Ahnung. Ich glaube schon. So, der Typ muss ja schon krass unterwegs sein. Wenn er so mit ein paar Schlägen so einen Baum umhackselt, das ist schon ordentlich. Also ein Bud Spencer würde das natürlich auch direkt hinbekommen. Ist gar kein Problem. Der schaut den Baum nur an, der kippt schon um. So, ich glaube, jetzt sind wir auch voll, wenn wir den jetzt noch... So, komm, lassen wir mal, bevor wir wieder überladen sind. Aber ich finde das gut mit den Schafen. Ich hoffe, die pflanzen sich hier vielleicht auch ein bisschen fort oder so. Das würde mich sehr freuen. Also, mit Fleisch haben wir erstmal auf jeden Fall ausgesorgt. Es sei denn, es vergammelt natürlich. Wasser haben wir in ausreichender Menge. So, zwei. Natürlich, jetzt kannst du stacken, wenn es fertig gebraten ist. Ist doch klar. Oh Mann, ey. So. Wir machen einfach. Wir gehen einfach mal so auf Dauerbraten heute. So, immer rein damit. Ja, wo bauen wir? Wo bauen wir? Wo bauen wir? Wo machen wir das jetzt mal? Das darf jetzt natürlich nicht zu hangig sein. Das Wort habe ich gerade erfunden. Hangig. Kommt von Hangover. Hier vielleicht. Hier ist nicht zu dolle. Hier ist auch so eine kleine Aussicht, so. Ich mag das mit dem Turm dort hinten irgendwie, ne? Wie ist denn hier auf diesen... Ich will nicht zu offen. Ich habe Angst, dass da wirklich irgendwie so ein Tier spawnt und es dann irgendwie niedermetzelt oder so. Da habe ich wirklich keinen Nerv drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Pass mal, sowieso müssen wir erstmal kurz das Fundament, glaube ich, bauen. Wahrscheinlich kommen wir nur wieder eins. War klar gewesen. Weil uns Fasern und Holz fehlen. Natürlich. Natürlich. Wie hätte ich das denn vergessen können? Fasern, meinte er, ne? So, nicht landen Fasern, sondern grabbeln. So. Dann ist die halbe Stunde auch gleich schon voll, sehe ich gerade. Ich glaube, wir machen immer so, ich schau mal, dass wir so ab einer halben Stunde, nee, was laber ich da? Dass wir unter einer halben Stunde immer bleiben. Und wir haben wieder ein Level Up. Sehr schön. Ich freue mich. Können wir uns ja vielleicht bald schon, ich glaube Level 17 war das. Ich glaube, der Boss hat mir das in den Kommentaren verraten. Level 17 brauchst du, glaube ich, damit du dir Sattel für unseren Petersilie basteln kannst. Luke, Freunde, aber an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, ich verabschiede mich dann erstmal von dieser Folge. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ist für euch die optimale Folgenlänge bei diesem Projekt hier, weil das Ganze ja sowieso ein bisschen langwieriger ist und so. Deswegen einfach mal reinschreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss und Däumchen nicht vergessen. Däumchen. Naja, bis dahin und tschüss, euer Tobi.